Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Ich habe gerade den Namen vergessen, muss ich zugeben. So, ja, wir starten direkt in eine neue Folge hier. Gehen wir direkt mal hier, um was zu holen. AT-AT oder AT-ST mäßig. Einer verfolgt mich. Hol du dir den AT-AT? Ich hole mir den AT-Dingens hier. Genau, den hole ich mir. So, ich mache ein bisschen AT-AT-Power hier direkt am Anfang. In der ersten Round. Direkt mal, was wir hier reißen können. Er ist doch noch sehr weit entfernt am Anfang, aber ist ja egal. Wir werden trotzdem mal gucken, ob wir irgendwas hinkriegen hier. Wir haben direkt mal, machen direkt mal da einen Ionenschlag hin. Mal direkt mal was hinkriegen. Irgendwie ist das Fadenkreuz rot, aber ich sehe nichts. Genau, dien als Zielscheibe, Kollege. Ja, schön, da kann man das schön nämlich hinten hinzielen. Da bringt aber nichts. Ist einfach gerade noch nichts los. Oh, Orbital Strike war da hinten hin. Und ich soll alle fliehen. Sehr schön, sehr schön. Ich habe jemanden sogar getötet. Wie geil ist das denn? Mit dem Orbital Strike. Kein Problem. Schaffe ich es ja sogar wieder, in das Ding gleich einzusteigen. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Bringt ja gerade sowieso nicht viel. Ja, jetzt ist da der eine, der da gerade gesprungen ist. Ich denke mal, der wartet da bestimmt schon, dass er sich das Power holen kann. Verdammt, der kriegt auf jeden Fall. Wenn er nicht doof ist. Jo, hat er gekriegt. Nee, doch nicht. Danke. Ich habe ihn. Haha. Selber schuld. Hat wohl noch ein Update. Ein Upgrade hat er ja wohl noch. Und hat es vergessen auszuziehen oder rauszuschmeißen. So, Orbital Strike machen wir mal da hinten vielleicht hin. Da am besten, genau. Das ist sehr gut getroffen, da wo ich hin will. Ja, da kann ich halt den rechten da nicht irgendwie angreifen. Weil ich da einfach nicht hingucken kann. Was treffe ich? Ich weiß nur nicht, was ich da treffe. Ich muss halt am besten immer höher zielen mit dem Ding. Das ist halt ein bisschen gay gemacht. Die müssten das echt ändern, dass du, da, wo du hinzielst, dass du da auch triffst, weißt du? Wo ist das sonst ein bisschen gay eigentlich, das Ganze? Warte, ich will den da hinten hinsetzen. Genau da will ich ihn hinsetzen. Die Leute fliegen direkt, nämlich direkt an alle, wenn der Ultimate Strike kommt. Sogar jemanden gekillt. Haha. Lässt ihn nur die ganze Zeit schießen, weil es bringt sonst eh nichts jetzt gerade. Ich bin noch zu weit entfernt. Man müsste wirklich da vorne neben dem umgefallenen AT-AT stehen, damit das hier was wird. Ah, shit, jetzt habe ich keine Dingens ready. Muss es trotzdem schaffen. Jo, dürfte mir sein. Sieht gut aus. Sehr schön. Nochmal AT-AT fahren. Ja, yeah, Mann. Heute nur AT-AT-Action. Sehr geil. Muss mal herausfinden, wo der nächste Spot ist, wenn du hier die Stelle eingenommen hast, die erste. Muss ich mal herausfinden. Jetzt habe ich keinen. Leute, ihr wollt Stress, ihr könnt Stress haben. Das ist noch nicht ready, daran liegt's. Okay. Kein Problem. Schade, habe ich gerade nichts. Oh, da machen wir den Airstrike jetzt hin. Oh, nice. Da treffe ich was. Richtig viel treffe ich da gerade. Da treffe ich gerade irgendwie gar nichts. Also habe ich nicht wirklich viel. Oh, ein Airstrike dahin. Wer schlau ist, flieht. Wer nicht schlau ist, stirbt. Ja, zwei Leute waren zu dumm, sind halt gestorben. Haben sie Pech gehabt. Oh, schaffe ich das? Ja, sauber geschafft. Wieder. AT-AT-Action. Nochmal, zum vierten Mal.
So muss das sein. Mit dem AT-AT kannst du nämlich richtig viele Kills einheimsen. Aber das ist ja direkter Tod hier, das Ding. Das ist halt voll zerrissen. Aber ready? Nee, den haben wir noch nicht ready. Müssen wir noch ein bisschen warten. Schade, dann kriegen wir gerade nichts. Und Airstrike dahin. Da freuen sich die Jungs direkt. Das One. Er sagt, die freuen sich direkt, wenn er da einen Airstrike hinsetzt. So muss das sein. Bam, bam, damit haben sie nicht gerechnet, dass ich da jetzt kurz hinziele. Deshalb sind sie jetzt gerade alle gestorben da. Das war's für den. Ein richtig guter AT-AT-Pilot hier, merke ich gerade. Ich bin echt nicht schlecht da drin. Das relativ gut hinkriege, mit dem auch zu treffen. Ich weiß auch nicht. Bei anderen, ob andere kriegen das nicht so gut hin, habe ich das Gefühl. Mal gucken, wo wir den vielleicht jetzt wieder kriegen, den AT-AT. Ich denke mal, jetzt ist meine Zeit vorbei. Ich weiß nicht, wo das Power-Up jetzt steht. Oh, verdammt, da musste ich mal gerade niesen. Sorry an dieser Stelle. Ihr habt ja nichts verpasst. Ja, alles ganz fix jetzt hier. Wir müssen mal gucken, wo wir den hier herkriegen. Den AT-AT. Müssen noch mal schauen. Miese Futtu. Du bist ja einfach die Jungs und Mädels. Das kann aber nicht wahr sein. Wo ist denn hier? Wo ist denn der AT-AT? Den würde ich gerne mal spielen jetzt gerade. Ich habe keine Ahnung, wo der Power für den steht. Hab ich keine Ahnung von. Der andere wird auf jeden Fall benutzt gerade, das höre ich. Okay, das hören wir gerade nichts mit. Gehen wir hier hoch am besten. Ich würde sagen, der Airstrike hat ein bisschen was getroffen, glaube ich. Der ist offline. Sehr gut. War hier. Thermaldetonator-Ding. Ist klar. Können wir gleich direkt mal werfen. Lass mal das Ding mal da hinten hin. Guck mal. Ah, ich hab sogar jemanden erwischt. Muss das sein? Das war knapp. Ich bin da drauf gegangen. Jetzt ist da wieder oben jemand auf dem Berg drauf. Ne? Es ist immer wieder dasselbe. Dass man immer erst von so einem Wichser gekillt wird und dann kommt da so ein Blödsinn bei rum. So, ich glaube, das nächste Update müsste dann, glaube ich, hier stehen, ne? Miesen Wichser. Mal gerade hier wegspringen. Warte mal, gucken. Hoffen habe ich ihn auf jeden Fall. Okay, davon ist ein AT-ST, das könnte ich mir mal gerade krallen. Seinem er holt es sich. Oh, scheinbar schon. Gucken. Ich will den TIE Fighter. Oh, ja, geschafft, sauber. Alles klar, gucken, ob die X-Wings hier wieder die Obermacht haben. Ihr könnt halt, wollte ich auch mal erzählen. Und zwar, wenn ihr rechte Maustaste geklickt hattet, wie sieht ihr jemanden an? So, alles klar, den haben wir down. Machen wir hier mal ein bisschen Action. Wollen wir mal für jemanden erwischen hier? Scheinbar gerade nicht. Schade, da war jemand hinter mir.
Ja, das ist halt der krasse Luftkampf hier, ohne Scheiß. Da ist sogar jemand, der Darth Vader gerade spielt, sehe ich gerade. So, alles klar. Wir ab ins Gefecht hier. Als Bodentruppe. Was macht der denn da? Ah, natürlich, Alter. What the fuck, Mann? Was denn für ein Wichser? Kann doch nicht wahr sein. Hatte da ein Schild an, ey. Kannst du gar nicht. Ich dachte, wenn man lang genug auf den Schieß geht, das halt weg. Wusste ich jetzt halt auch noch nicht. Also ganz kenne ich mich in dem Game halt auch immer noch nicht aus. Jetzt sag, was du willst. Aber ich kann mich ducken, ihr nicht, ihr Wichser. Bip, 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 bip. Damit sind sie nicht angreifbar, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Hier oben ist er immer noch am Leben, das kann aber nicht wahr sein, oder? Ohne Scheiß. Fuck, hier leben echt immer noch die Jungs. Ich krieg den mit dieser Thermalgranate weg, gucken wir mal. Echt gelingt mir das ja. Ach, die sind gar nicht von denen, das sind von uns. Okay, das erklärt einiges. Oh, ich habe eine geile Idee, pass mal auf. Ich versuch's mal. Jetzt mal gerade hier hinzukommen, dann schmeiß ich einfach mal die Granate jetzt da vorne rein. Mal, ob das Ding was trifft. Bin mal gespannt. Ja, nein, ich bin aber erwischt. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Auf Wiedersehen. Jetzt mal hier rein. Hier ist keiner mehr. Das Ding da runterbringen. Shut him down. Ach, wir sind ja schon gar nicht mehr. Die sind schon in der letzten Position, merke ich gerade. Honk. Bin voll der Honk. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Dass wir schon in der letzten Posi sind. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen da jetzt erstmal hinsprinten. Sprint, Sprint, Sprint und so. Der Junge ist gut zu Fuß. Muss man ihm lassen. Wir sehen. Der musste sterben, der Kollege. Ist der gerade in Benutzung? Der aber nicht. Wo ist der denn? Ist nur der Mega-TIE Fighter, der Prototyp. Der Interceptor. Ist auch ein sogenannter TIE Fighter Prototyp gewesen. Hallo? Aha, wollte ich gerade sagen. Okay, haben wir down. Jetzt haben die gerade aber irgendwie gar keinen, kann das sein? Hier ein bisschen Gas geben. Aha. Kein Problem hier. Wo ist er denn? Der ist von uns. So, der ist down. Sauber. Winkel damaged auf jeden Fall. Sehr schön. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, wenn ich hier gerade mitten im Fight bin mit dem TIE Fighter. Ganz schön fies, was ich hier mache. Hey, so ist es halt, ne? So macht man das halt, ne? Sehr gut. Oh Mann, wir geben voll Gas. Woo! Ich habe gerade keinen. Schade.
Bam, Junge! Schade, ich habe nicht gekillt. Schade so ein bisschen. Das wäre cool gewesen. Was haben wir da? Steht hier. Danke. Oh, so eine Thermalgranate. Das ist ja mal geil. Kann ich aber gerade irgendwie nirgends gebrauchen. Werf die einfach mal. Ja, Victory! Das Ding ist sogar explodiert. Richtig geil. Ja, dann würde ich sagen, ja, dann war es das schon wieder fast, wa? Sind wir wieder am Ende. Victory und so. Wir sind Achter geworden. Ich kann ganz zufrieden sein, mal ganz ehrlich. Also ich fand das jetzt nicht mega schlecht. Klar, es gibt natürlich ein paar Freaks in dem Game mit 52 Kills und sowas, ne? Der killt wahrscheinlich jeden, den er sieht. Dafür bin ich noch zu schlecht, gebe ich einfach zu. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall, das war eine richtig, richtig schöne Runde und gerade stockt das Spiel ein bisschen. An der Phase stockt es noch ein bisschen. Ich hoffe, das kriegen die noch bis zum Release hin, dass es nicht mehr so stockt, das Game. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder anschaltet zu Star Wars Battlefront. Macht's gut, bis denn dann. Ciao.